Guten Morgen, everyone! Ich werde heute einfach mal gar nichts machen. Ach ja, hey Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuesten, hoffentlich Daily Vlog. Ich habe mich gerade wirklich erstmal bei dem schönen Wetter eine Stunde lang rausgelegt und habe einfach nur da gelegen. Einfach nur schön in der Sonne gelegen. Das müsste man öfters mal machen, sowas macht man eigentlich nie. Und ich muss auch sagen, ich hätte unter normalen Umständen das vielleicht nicht unbedingt gemacht, aber ich kam nach Hause und hatte kein Internet, weil das Internet irgendwie nicht ging. Inzwischen geht's wieder. Und naja, ohne Internet saß ich dann natürlich da. Boah, was kann man denn heutzutage noch machen ohne Internet im 21. Jahrhundert? Das ist ja krank. Und da habe ich so überlegt, na gut, ich könnte theoretisch was schreiben, ich könnte theoretisch Hausaufgaben machen oder ich könnte theoretisch auch an einem Video schneiden oder so, aber da hatte ich auf alles irgendwie keinen Bock. Beziehungsweise beim Schreiben hätte ich noch lieber meine Liste mit allen Videos, die ich so geplant habe und so, und die habe ich auch wiederum nur online. Ist ja vollkommen egal, worauf ich hinaus will, ich habe draußen gelegen und es war schön. Jetzt gerade bin ich wie jeden Dienstag auf dem Weg zur Kirche, wo wir immer unser Young Mans haben, wo wir immer verschiedene lustige, spaßige, coole Aktivitäten machen. Das erwähne ich auch jede Woche wieder. Und heute weiß ich gar nicht, was wir machen. Ich bin gespannt. Wird bestimmt lustig. Also normalerweise machen wir irgendwelche coolen Sachen und wenn wir nichts Cooles machen, dann ist es trotzdem schön, sich mit anderen Leuten zu treffen. Ja, und jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Naja, was heißt schon? Es ist schon fast um 10. Daher, naja. Ich bin aber schon wieder ein bisschen länger zu Hause. Mir ist nur eben erst aufgefallen, dass ich das Video noch machen muss. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir heute, ja, gute Frage, wie das im Deutschen heißt. Fliegenfischen? Gibt's das Wort im Deutschen? Ich guck mal kurz nach. Yep, das heißt Fliegenangeln oder Fliegenfischen. Auf jeden Fall haben wir das heute gemacht. You're gonna be in Indiana Jones one day, Toby. That was good. Naja, zumindest haben wir es ein kleines bisschen gemacht und dann haben wir irgendwie noch Basketball gespielt und gequatscht und so. War auf jeden Fall ganz cool. Well, you are here in America with a bunch of gay friends. How do you like it? I like it a lot. Because as you know, there are a lot of gay people here in Utah. And not just me. I'm talking about, like, you know, that guy. That guy way over there. See that guy? I'm totally fine with that since I'm gay too. See, here in America, we are all gay brothers and gayness. You know, we probably shouldn't be saying this in church, we. No. I'm not gay. Gibt es ein Senior Ditch Day, Senior Skip Day, Senior Cut Day oder wie auch immer man das nennt auf deiner Highschool oder machen das die Schüler? Wenn du nicht weißt, was es ist, dann google es. Um das mal an diejenigen, die es nicht wissen, zu erklären, so ein Senior Ditch oder Skip oder was auch immer Day ist, wenn sämtliche 12-Klässler sich eine Vereinbarung machen, dass sie an einem bestimmten Tag nicht in die Schule gehen. Und das ist dann halt an einigen Schulen so, dass da wirklich niemand von denen da ist oder nur ein, zwei Leute oder so. Und das sind dann die Blöden. Ich glaube nicht, dass wir das auf meiner Highschool haben. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Aber es ist so eine Tradition, dass die letzten beiden Schultage kommt quasi keiner mehr. Mir hat sogar meine Gastmutter, die eine Lehrerin ist, gesagt, du musst doch nicht kommen an den letzten zwei Schultagen, wenn du nicht willst. Denn es kommt sowieso keiner und die haben sowieso keinen Sinn mehr, die letzten beiden Tage. Das ist irgendwie nur so, falls jemand noch was mit dem Lehrer klarstellen muss oder so, dann kann er da noch hingehen oder so. Und ja, so wirklich Sinn haben die scheinbar nicht und deswegen geht da keiner hin. Aber so einen richtigen Senior Skip oder Senior Ditch Day, wo die sich alle einfach sagen, ja, nö, hier am 5. April gehen wir alle nicht zur Schule, das haben wir, glaube ich, nicht. Glaube ich. Auf jeden Fall nicht am 5. April. Das ist zwar keine Frage, aber Bernhard101a schreibt, I love Cox. Ja, das ist sehr schön, dass du diesen Fakt mit uns geteilt hast. Danke sehr. Super gay. Hast du noch Kontakt zu Mr. Trashpack? Nee, nicht so wirklich. Also wenn ich ihn mal in echt sehe, was jetzt nicht so oft der Fall ist, da ich in Thüringen wohne, was quasi, egal wo du in Deutschland wohnst, nichts ist weiter weg von allem, was in YouTube abgeht, als Thüringen. Köln ist weg und Hamburg ist weg und Berlin ist weg und Süddeutschland ist weg. Nirgendwo in Thüringen ist was los. Dominic Delicious und Fabio Scared und ich sind, glaube ich, auch die einzigen Leute, die mehr als 1000 Abonnenten haben in Thüringen. Gibt wahrscheinlich noch mehr, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Gibt bestimmt noch mehr, aber es sind die einzigen, die mir jetzt bekannt sind. Und wir haben auf jeden Fall keine großen YouTuber in Thüringen oder so. Warum habe ich das gerade überhaupt nochmal erzählt? Ach ja, genau. Auf jeden Fall, deswegen bin ich halt nicht allzu oft bei YouTuber-Treffen. Aber wenn ich mal bei einem bin, zum Beispiel war ich letztes Jahr auf der ACTA-Demo in Hamburg zusammen und da habe ich Filmer wieder getroffen. Oder auf dem Video-Day habe ich ihn getroffen. Und dann verstehen wir uns gut, dann quatschen wir mal kurz und dann sagt man sich Hi und er erkennt mich und ich erkenne ihn. Und dann haben wir immer einen schönen Talk, ein schönes kleines Gespräch. Aber jetzt so abgesehen davon, einfach nur so Kontakt haben wir nicht. Vielleicht irgendwann wieder.
Mal gucken. Ich bin ein Schmetterling! Lederhosen-Schnitzel. I'd whip it back like this, and I'd go to cast, and because the wind was blowing so hard, the fly was right behind me when I whipped it. It's supposed to whip back me.